Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich schau mal, ob wir jetzt hier unseren letzten Soja eingekippt kriegen, globalen Markt. Dann können wir das alles verkaufen. Dann können wir den Anhänger beiseite stellen. Ich sehe mal so, die letzte Farbe geht ab hier vom Anhänger. Vom Traktor ganz schweigen. Also im Prinzip bald Lackierung fällig. Rein theoretisch. Den fahren wir jetzt mal abseits. Und zwar aufs Acker, auf eine Fläche, wo der andere steht. Runde ist ja so. Ich versuche jetzt ja die Fahrzeuge rüberzunehmen. Zur nächsten Karte. Dazu müssen aber alle irgendwo zusammenstehen, wo es Originalhöhe ist. Und die Felder sind immer Originalhöhe. Als andere hier im Hof ist, also dem Bereich ist nicht mehr Originalhöhe. Nur oben, wo die Hallen sind, das ist noch ein Original. Und zwar die Originalhallen. Wenn man dazu sagen, hier Sägewerk, globaler Markt, das ist alles mit Terraforming beantworten. So, hier, oh, wir verkaufen alles. So, ja, wohnen doch ganz schön viel. Ja, doch. Hexig ist ganz gut, ja. Da kann man nicht meckern. Da hat sich schon gelohnt, so ja wohnen. Die noch zu. deswegen konnte ich nicht. Stroh lassen wir noch drinne. Weil das kann nicht sein, dass ich hier noch brauchen werde. So, haben wir ein bisschen Geld verdient. Und dann schauen wir, unser eine Fahrzeug hat hier ein bisschen gesponnen. Ja, das ist aber hier ein bisschen. Naja, es sind Lufttemperaturen 5 Grad plus, ne? Oder Bodentemperatur plus 5. Ja, es könnte sein, dass man stehen liegt, aber nicht der Menge, ne? Da muss es kräftig geschneit haben, also. Er meldet auch wieder Regen an, ne? Oh je. Hoffe, dass es Regen ist und kein Schnee. Wird mal sehen, dass ich dem mal wieder was korrigieren tue. Du sollst nicht abkippen. So schlecht. Ah, der Schnee ist weg. Gut, das ist gut. Wieso hat er so gesponnen? Erstmal aufs Feld fahren. Platscher. Dann brauche ich einen Radlader. Man schafft nichts, ne? Wo ist er? Ich brauche nur ein Fahrzeug, wo ich einspringen kann. Das geht auch schon. Der Radler ist ja hier. Na naja, gut, dass mal kurze Schnee-Intermezzo, das kann durchaus sein. Das kann zur nächsten Nacht auch so kommen. So, wo ist der Radlader? Den verkauft? Eigentlich nicht. Oder war der nur zur Miete? Eigentlich nicht. Ruf sie hin. Garage. Also, wo ist er? Da oben. Nee. Ah. Nee, da ist der andere, der Häcksler. Wo ist der hin? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Eins. Zwei. Den wollen wir zurückbringen, Hof.
Und die Kühe haben kein Mist mehr. Kein Stroh. Wäre auch nicht das Problem. Das werden wir da auch nicht mehr machen können. Ich muss die Silage wegräumen. Sollte eigentlich nicht abkippen normalerweise. Fahren wir schnell zum Silo und holen uns das Gerät ab, die Schaufel. Und dann holen wir uns den Haufen weg und dann können die anderen wieder fahren. Und die Silage entsprechend verkaufen. Es müssen ja nicht alle Fahrzeuge fahren, ne? Also reicht ja nicht zwei. Ich dachte schon, ich hatte ihn verkauft. Nein, nicht so. Muss ich mal sehen, welchen ich am besten vernehme für diese Aktion. Ob ich normale Schaufel nehme? Oder diese große behalte. Das muss ja irgendwie einen Griff kriegen, dass ich da einfahren kann. Ich kriege hier, müsste ich den Traktor nehmen am besten. Wenn es geht. Ich kann aber den nicht hoch. Vielleicht jetzt mit dem Planer ist vielleicht, kann sein. Ja. Der Herbst da, ne? Oder Herbst, ja, später Herbst, fast Winter. Kurzen Schneegruß und dann war es vorbei. Im Grunde vom Glück ist, dass der Schnee weg ist, fährt sich besser mit die Allradfahrer gesehen. Ich hatte die Kurve nicht gekriegt. Hier ist alles Originalhöhe, da hinten nicht mehr. Da wird nachher schwierig. Der steht auf Vollgas, ne? Trotzdem kommt er nicht vorwärts. Der gibt es hier einen Grund? Voll? Nö. Könnte zwar die breiten Reifen ein bisschen stören, aber 48% Ladebahn. Faktor 60%. $80.000 gehen rein insgesamt. Gerade so ausgehen, ja, das geht auch easy raus. Wenn der Vermieter auch fast leer ist nachher,
Dann geht's auch. Dann kann einer fahren, alle Ruhe, das ist. Ich muss mal sehen, dass ich das aus dem Lager was rauskriege hier. Der Punkt zum Abladen ist ein bisschen schwierig dabei bei der BGH. Immer weg. Ah, schon ist er da. Leider schon voll, ne? Leider, so. Gut, Pause für ihn. Mal gucken, was die Kühe jetzt brauchen. Mir geht nicht. Und es. Ich beginne jetzt mit Umstallen. Also beginnen. Wir müssen aber erstmal einen Traktor fertig machen für Futter. Das heißt, wir müssen uns einen besorgen. Den gelben können wir dafür nehmen und dann umrüsten auf schmale Reifen. Wir können auch die Silage mit reinkippen, dass anfangs ein bisschen mehr da ist. Also, falls mir schon noch nicht reicht, dass da entsprechend die Silage dann wirkt. Beziehungsweise, aushelfen kann, ne? Weil die fressen zuerst das Gute, Anführungszeichen, ne? Die Tiere am liebsten wollen sie ja Heu haben. So. Alter, tausend wenigstens sauber geworden, ne? Vom Regen. Haben wir so selten, ne? Wir nehmen jetzt Breitreifen, das reicht. Und schlichtweg deswegen, weil wir kommen ja nicht durch im Stall, wenn wir Pech haben. Das heißt, wir fahren den Futter erstmal in einen großen Stall rein. Wenn ich richtig erinnere, ist im zweiten Stall der größere Anteil. Wir müssen mal sehen, dass wir da noch voll Futter kriegen, dass hier voll ist. Und dann können wir anfangen mit den Tieren umstauen. Ne? Also und was auch noch machen müssen, putzen. Ja, die Silage wollen die gar nicht haben, du. Voll. Dann hauen wir was Mischfutter rein. Den Mischfutter müssen wir sowieso gleich holen. Ja, das ist, wenn ein Lager leer ist, voll ist das Ding, ne? Ist vorbei. Wir können ja mit dem LKW auch ein bisschen fahren, ne? War kein Mischfutter, sondern die Häcksel gut. Ach, deswegen geht's nicht. So. Auch noch kein Heu, Heu haben wir noch genug. Mischfutter 500.000, das ist heftig. Ja, gut, mein. Ich sag mal, wir haben jetzt. So, Datum sehe ich gerade keins, aber doch heute den 10. haben wir heute. Gehen wir von aus, dass die neue Karte noch 10 Tage, 15 Tage braucht. Das heißt, locker noch 2x7 Folgen. Wir haben ein bisschen Zeit. Wo
Von daher kein Stress. Das Ganze, was hier noch rumsteht, muss noch umgefahren werden. So, das haben wir mal Stall rein. Ich weiß nicht genau, wie viel gut ich jetzt da reingefahren habe, aber ein bisschen schon. Umstallen müssen wir heute nicht. Ich muss nur das Futter bereit haben, das hat man ja mir gedacht. Das hat mir gedacht. Kann ich eigentlich hier stehen lassen. Dann nehmen wir einen LKW. Und fahren Häcksler gut gleich rein. Also. Wege hat schon wieder leer. Wir müssen ein bisschen warten, bis auch leer ist. Da sind nämlich auch 40.000 drin, locker. Und wenn abkippen, ist ja voll. Schauen wir mal, was im Lager drin ist. An Häckselgut, erstmal, ne? Das muss ja noch verarbeitet werden. Da brauche ich auch ein bisschen Zeit dafür. Ups. Schauen wir mal. Oh, Mischration noch so viel. Ah, das können wir im globalen Markt fahren. Häckselgut. 500 und 7000. 100 und 7000, das macht nochmal 100.000 Silage. Die BGH hat keinen Hunger. Bakterien ist zu kalt. Keine Ahnung. Das heißt ja mindestens, oh, sie auch fahren. Wir müssen fast einen LKW einstellen, einen Traktor hier. Nein, nein, nee, abkippen, das ist Quatsch. Muss raus, weg. Muss die Kalk rein schneien, ne? Ja, wieder Regen, ne? Jetzt sei ja die Sojaernte, das war sowas von Glück und Zufall. Obwohl wir zufällig glaube ich hier nicht, aber das war echt. Wirklich, also das war ein Zeitfenster, das ich sag mal so, das ist ja Schwein gehabt. Aber das ist halt so, ne? Also hier ist echt mit dem Wetter ja, Glückssache, ne? Oh, liebe Schauer, das wird auch heute gewesen sein. Wir haben wieder eine Folge geschafft. Wir sind wieder ein Stück weitergekommen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. In Thüringen. Ja, Häcksler gut fahren, ne? Zum Beispiel. Ja, und dann schon mal gedanklich mal vorbereiten für die Tiere. Müssen alle rüber. Weil die wahrscheinlich ein bisschen Off-Stream machen müssen, weil es zu viel ist. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja. Bis morgen, ne? Morgen ist Sonntag, glaube ich, ne? Oder? Ich wünsche heute jedenfalls Samstag, falls es doch schon Samstag ist, ne? Tschüss!